Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir starten zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Feier, seid gut reingekommen ins neue Jahr. Ich begrüße ganz recht herzlich unseren Geschäftsführer Sport Martin Bader zu meiner Linken und unseren neuen Cheftrainer zu meiner Rechten Thomas Schaaf. Zwei kurze organisatorische Dinge. Ihr könnt gleich so viele Fragen stellen, wie ihr wollt, aber Einzelinterviews danach sind heute leider nicht möglich. Und zum Zweiten, morgen wird am Vormittag oder werden am Vormittag Leistungstests sein. Und da habt ihr dann die Möglichkeit von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr Bilder etc. zu machen. Das kurz vorweg. Und dann bitte ich Martin, ein paar einleitende Worte zu sagen. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Auch die erste Pressekonferenz von Christian Bönig. Auch herzlich willkommen in unserem Kreis. Dankeschön. Große Worte nicht. Wie gesagt, ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, Sie hatten alle auch schöne, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch. Wir wünschen uns, glaube ich, alle ein erfolgreiches 2016, aber vor allem ein gesundes. Wir haben in den letzten Tagen ja bekannt gegeben, dass wir mit Thomas Schaaf einen neuen Cheftrainer für uns gewinnen konnten. Thomas Schaaf kommt mit zwei Co-Trainern, mit Matthias Hönerbach und mit Wolfgang Rolf. Die Einigungen haben wir auch vollzogen. Freuen uns, dass Thomas sich bereit erklärt hat, die für uns nicht einfache Aufgabe zu übernehmen. Es ist allen bekannt, dass wir auf Platz 17 stehen und dass wir eine schwierige Rückrunde vor uns haben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass heute alle Spieler vollzählig und vor allem aber auch nahezu gesund zu uns gekommen sind und dass sie heutige Trainingseinheit mit Thomas absolvieren konnten. Wir fahren am Donnerstag ins Trainingslager und werden dort mit Sicherheit die eine oder andere Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten. Wie gesagt, ich freue mich, dass Thomas als Cheftrainer bei Hannover 96 unterschrieben hat und bitte euch jetzt, alle Fragen, die ihr an ihn habt, an ihn direkt zu stellen. Dankeschön. Eine kurze Bitte dazu noch. Die Fragen bitte mit Handzeichen und dann auch jeweils den Namen und die Redaktion. Verzeiht es mir. Ich bin, wie Martin gerade schon erwähnt hat, ja auch zum ersten Mal heute hier mit dabei. Viele von euch kenne ich schon, noch nicht alle. Also bitte mit Namen und Redaktion. Dirk geht rum und hält euch das Mikrofon. Bitte schön. Dirk Tietenberg, Neue Presse Hannover. Willkommen, Herr Schaaf, in Hannover. Die ersten Eindrücke waren ja auch geprägt von 1000 Menschen, die im Schnee treiben, hinzuklatschen und applaudieren. Sie haben zurück applaudiert. Wie waren denn Ihre ersten Gefühle hier im Stadion? Beschreiben Sie doch mal vielleicht Ihre ersten Eindrücke. Wie war das erste Training? Ja, erstmal von mir auch für Sie alle ein gutes, gesundes neues Jahr, das ich Ihnen wünsche. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch Ergebnisse liefern, dass wir uns alle freuen können über die Situation hier. Wie waren meine ersten Eindrücke? Also ich vom ersten Moment an, sage ich mal, dass ich hier in Hannover eingetroffen bin und mich getroffen habe mit Menschen hier, dass sehr viel Positives hier rüberkam. Sehr freudige Aussagen der Leute, die mich gesehen haben, die viel Glück gewünscht haben, die sich aber auch gefreut haben, dass ich da bin. Also es war sehr, sehr positiv und das hat sich heute hier im Stadion dann einfach auch fortgesetzt. Also ich glaube, es ist eine große Begeisterung da gewesen, dass wir hier heute das Training aufgenommen haben, dass wir auch da sind, dass wir diese Arbeit, so wie Martin das eben auch gesagt haben, übernommen haben. Und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Ich glaube auch, das Team hat man gesehen heute. Natürlich ist das immer so eine Sache, wenn ein neuer Trainer da ist, dann will natürlich auch jeder sich gleich ein bisschen zeigen, ein bisschen beweisen. Und man hat gesehen, da war viel Bewegung drin, da war viel Aktivität da. Und das ist schon mal gut. Also das ist schon mal der erste Ansatz, dass man etwas bewegen kann, dass man etwas auch verändern kann. Ich glaube, es ist klar, dass wir etwas verändern müssen. Und ich glaube, es ist auch klar, dass wir die Unterstützung der Fans, der Menschen, die sich um Hannover 96 Gedanken machen, dass die uns dabei auch unterstützen wollen. Das ist, glaube ich, schon heute sehr deutlich geworden. Wir nehmen das sehr gerne an, wir nehmen das auch sehr gerne auf und stellen uns eben auch dieser Situation. Einmal in der Mitte hinten, oder? Okay. Andreas Willecke, ebenfalls Neue Presse. Herr Schaaf, Sie haben ja lange sehr erfolgreich hier gar nicht so weit weggearbeitet. Wie haben Sie von Bremen aus 96 und Hannover wahrgenommen? Ja, es ist ja schon eine lange Geschichte. Also ich habe ja relativ
lange Zeit in Bremen gearbeitet und bin ja auch durch die Situation, dass man selbst gespielt hat und dann auch im Nachwuchs gearbeitet hat, natürlich auch im gesamten norddeutschen Bereich immer rumgekommen. Und dann ist es natürlich auch zwangsläufig, dass man auch immer natürlich zu den nächsten Bundesliga-Standorten auch schaut. Und da guckt man natürlich nach Hamburg, nach Hannover und verfolgt das natürlich auch über viele Jahre und weiß, dass, welche Arbeit dort gemacht wird, wer dort das Sagen hat. Und natürlich hat man in den letzten Jahren hier auch bemerkt, dass eine Zeit da war, die sehr erfolgreich war, wo es international abging und dass man jetzt immer eine Zeit gehabt hat, wo es nicht so funktioniert hat, dass man aber gerne wieder in diese andere Zeit reinrutschen möchte, dass man eben sicher in der Liga sich bewegen möchte, dass man erfolgreiche Spiele abliefern möchte. Und das wird unser Weg sein. Ja. Natürlich zählt im Moment nur die Aktualität, uns aus dieser Situation zu befreien. Dafür ist es wichtig, dass man Punkte sammelt. Ja. Die richtigen Ergebnisse, das steht als alles Erstes vorne. Und das müssen wir erreichen. Und dann eben sich um alle anderen Dinge auch zu kümmern. Es ist ein neues Nachwuchsleistungszentrum geplant. Ich kenne den U23-Trainer sehr gut, Michael. Wir haben uns immer wieder gekreuzt in den letzten Jahren. Auch das Team, was jetzt aber beispielsweise Christoph Dabrowski, ein Spieler von mir, der jetzt im Trainerteam mit dabei ist. Also sind viele Dinge, die man natürlich wahrgenommen hat und die man auch positiv wahrgenommen hat. Auch ihr Kind, der unheimlich viel auf die Beine gestellt hat, unterstützt hat und angegangen ist. Und ich glaube, dass Hannover 96 insgesamt gut aufgestellt ist, dass es Möglichkeiten bietet, hier mehr zu erreichen. Und das wollen wir gerne angehen. Einmal in der Mitte, Tölle. Ja, Herr Schaaf, die Vorfreude ist groß, aber die Lage natürlich doch schon ganz schön prekär. Zudem übernehmen Sie ja eigentlich erstmals auch einen Verein so mitten in der Saison mit einer relativ kurzen Vorbereitungszeit jetzt. Wie groß waren denn die eigenen Bedenken, die Sie aus dem Weg räumen mussten, bevor Sie Martin Baader dann den Zuschlag erteilt haben? Ja, ich glaube, dass es sehr interessant ist, diese Aufgabe zu übernehmen, weil es ist sicherlich keine leichte Situation. Wir haben es eben schon angesprochen, die Punkte sind jetzt nicht reichhaltig. Ja, man ist in einer schwierigen Situation. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir es schaffen können, dass wir diese Situation bewältigen können, dass wir erstens bessere Ergebnisse erzielen können, dass wir... Und darauf wird es immer wieder drauf ankommen, das muss man immer wieder sagen. Und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, auch im Spiel etwas verändern können. Also natürlich haben mir viele Spiele angeschaut jetzt und hab nochmal darauf geachtet, was letztendlich auf dem Platz passiert ist und dass vielleicht der eine oder andere eben nicht an seinem Limit gespielt hat und nicht alles realisieren konnte, warum auch immer, dass diese Situation eben auch zustande gekommen ist. Und daran werden wir natürlich arbeiten. Wir müssen auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir die Defensive weiterhin stabil halten, dass wir gucken, dass wir nichts zulassen in der Defensive. Das wird das Allerwichtigste sein. Aber darüber hinaus natürlich, und da braucht man sich ja nur die Tore anschauen, die nicht so viel geschossen worden sind, dass man sich dort natürlich auch verbessern muss. Ja, dass man entschlossener, mit mehr Selbstbewusstsein, mit mehr Verbissenheit auch in diese Situation geht, wenn es dann um den Torerfolg geht, vorne nachzulegen. Und da werden wir eben die Schwerpunkte natürlich drauf setzen und schauen, dass wir ja, uns dadurch Selbstvertrauen holen. Es wird nicht von Anfang an alles klappen, also wird sicherlich das eine oder andere auch ein bisschen holprig sein. Aber ich glaube, ich habe die nötige Geduld. Ich habe, glaube ich, auch schon so eine Situation mal erlebt. Ja, und ich glaube, da habe ich auch die Nerven dafür, die Sachen richtig anzugehen. Und das möchte ich einfach weitergeben, alle mitreißen und letztendlich allen das Vertrauen geben, dass wir das packen. Michael Augustin, NDR 2. Herr Schaaf, Ihr Name steht für Offensivfußball im deutschen Fußball. Wird das auch in Hannover so sein oder sagen Sie, erstmal abwarten, erstmal die neue Mannschaft kennenlernen und dann entscheiden? Naja, wenn Sie eben schon zugehört haben, dann habe ich da ja schon einiges erzählt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Offensivfußball. Wann kann man Offensivfußball spielen? Immer dann, wenn man auch
wenn man auch in der Defensive seine Aufgaben erfüllt. Und das ist eine Grundbedingung. Also, es gibt natürlich viele Dinge, wo man planlos nach vorne rennt und wo man dann über Offensivfußball redet. Da halte ich nicht so viel von. Ja, ich glaube, dass immer ein Schussrisiko dabei sein muss, aber ein sinnvoller Schussrisiko. Ja, also auch die Situation dann anzunehmen, wenn es einfach auch die Situation hergibt, dass man sagen kann, jetzt kann ich riskieren, im 1 gegen 1 draufzugehen. Oder jetzt gehe ich einfach in den Konter rein, mutig und selbstbewusst. Das ist Offensive. Aber nicht in der Form, dass jetzt alle 10 nach vorne rennen und den Torwart lassen wir hinten alleine und soll er zusehen, wie er klarkommt. Also wirklich eine Stabilität zu erreichen, eine Sicherheit zu erreichen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt im Offensivspiel. Ja, wenn ich weiß, dass wenn ich mal einen Ball verliere, dann nicht alles nach hinten zusammenbricht, sondern dass ich eben die Situation angehen kann, dass ich mutig sein kann. Und wenn ich dann einen Fehler mache, dass genügend da sind, die mir helfen, das wieder gut zu machen und zu lösen. Und das werde ich angehen. Ich glaube, dass wir im Moment vielleicht uns nicht so sehr darum kümmern müssen, ob wir jetzt schön spielen. Sondern im Moment geht es, glaube ich, wirklich nur darum, effektiv zu spielen und Punkte zu sammeln. Und wenn wir das dann schon verbinden können mit guten Kombinationsfußball, auch mit einem guten Offensivfußball, dann habe ich nichts dagegen. Das werden wir dann auch anstreben. Also Sinn und sinnvolle Dinge zu tun ist erstmal wichtig. Und ich glaube, wenn wir das nötige Selbstbewusstsein haben, ich glaube, dann ist auch diese Mannschaft imstande, guten Fußball, interessanten Fußball anzubieten. Und darum werden wir uns bemühen. Ja, Florian Krebs von der Bild-Zeitung. Hallo Herr Scharf, auch von mir ein herzliches Moin und herzlich willkommen in Hannover. Wie Sie die Arbeit anpacken wollen, haben Sie jetzt ja eben schon mal relativ ausführlich detailliert. Ganz allgemein gefragt, wie sehr können Sie den Fans, dem Umfeld Hannover, die Hoffnung machen, dass Hannover in 132 Tagen gerettet ist? Ja, natürlich erstmal in der ersten Form, dass man sagt, das ist natürlich unser Ziel, ja, dass wir uns aus dieser Situation befreien und dass wir auch selbst den Glauben daran haben. Und diesen Glauben, den müssen wir erstmal, glaube ich, wieder fest implantieren, dass wir alle mitnehmen, dass wir uns selbst erstmal mitnehmen, die Mannschaft erstmal mitnehmen, ja, dass wir diesen Glauben haben, eben auch die Spiele für uns entscheiden zu können. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, das hat was auch mit einem Auftreten zu tun. Das müssen wir erstmal realisieren. Versprechen können wir nichts. Das Einzige, also versprechen können wir viel, falsch. Ja, also was wir nicht versprechen können, ist, dass wir absolut sagen können, wir werden die Klasse halten. Wir gehen davon aus und wir werden alles dafür tun. Das werden wir versprechen, dass wir uns voll reinknien werden, dass sich keiner rausnimmt. Das ist vollkommen unwichtig, wer aufläuft oder hier geht es nicht um, wie man das immer so schön sagt, um einzelne Personen, sondern wir müssen begreifen, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, dass wir alle mithelfen müssen. Und da, nochmals gesagt, da brauchen wir auch die Unterstützung der Fans und aller Beteiligten. Dann brauchen wir auch Geduld. Wir brauchen auch kein Endspiel gegen Darmstadt. Auch das brauchen wir nicht. Sondern wir haben wir brauchen ein Durchhaltevermögen, bis wir das dann endlich gepackt haben, uns durchgesetzt haben. Das kann eine lange Saison werden, ja, was die Geduld angeht, ohne Frage. Wenn wir schnell entscheiden können, umso besser. Aber wir müssen alle dazu bereit sein, uns dort einzubringen und miteinander zu arbeiten. Und wenn wir das realisieren, dann werden wir auch sehr schnell merken, dass der Einzelne, jeder Einzelne auch zu seinem Erfolg kommt. Und dann werden wir hier auch Spiele abliefern, wo wir viel Spaß und viel Freude auch haben. Weil wir auch die Ergebnisse haben, die wir sehen wollen und wo wir eine Mannschaft sehen, das wird für mich das Wichtigste sein, eine Mannschaft sehen, die alles dafür tut. Also hier darf es nicht den Vorwurf geben, dass wir vom Platz gehen und sagen, da haben wir irgendwas verpasst in den 90 Minuten. Dafür werde ich stehen. Das wird sicher sein, dass wir uns reinknien und dass wir alles abrufen und wenn wir es dann nicht gepackt haben, dann war der andere halt besser, dann war er stärker, aber das wird ein langer Weg werden für den Gegner. Das kann ich schon sagen.
Herr Schaaf, Frank Hellmann, Herr freier Journalist unter anderem in Frankfurt. Sie waren ja in der Zeit, wo Sie jetzt nicht trainiert haben, nicht so öffentlich, weil Sie nicht andauernd im Fernsehstudio waren oder Interviews gegeben haben. Können Sie sagen, wie Sie die Hinrunde verfolgt haben und was aus Ihrer Sicht jetzt diesen Abstiegskampf, in den ja ganz viele Mannschaften, euer Ex-Verein verwickelt wird, entscheiden wird? Das ist die eine Frage. Und zweite Frage, müssen Sie vielleicht ein bisschen schmunzeln, dass es jetzt wieder nach Belek geht, weil das ja schon vor Ihrer Verpflichtung festgemacht worden ist? Ich fange mit der zweiten an. Also ich habe keine Probleme, nach Belek zu fahren. Also wunderschön. Ich kenne es schon ein bisschen näher. Ja. Ich kenne den einen oder anderen Sportplatz und die eine oder andere Anlage, Hotelanlage. Und ich weiß, dass man da gute Bedingungen hat, gute Voraussetzungen hat. Und deshalb fahren ja auch viele Vereine dahin. Also wir sind ja nicht alleine. Ne? Und wir haben da, glaube ich, Möglichkeiten, gut zu trainieren und haben auch gute Gegner, mit denen wir uns messen können. Und deshalb mache ich die Reise gerne. Die erste Frage war nicht so wichtig, oder? ja, was habe ich getan in dem Alter? Ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass man überall, sage ich mal, in jeder Sendung dabei sein muss, um jetzt, sage ich mal, das Fußballgeschehen zu verfolgen. Ich glaube, ich habe sehr, sehr wohl und sehr genau auch hingeschaut, was in der Liga passiert ist, habe mir auch die einzelnen Vereine natürlich auch immer angeschaut, was sind dort für Veränderungen eingetreten, was ist passiert. Ich habe ein paar Sachen nebenbei noch gemacht, wo ich auch noch mal ein bisschen sichten war für die UEFA, wo man dann auch noch mal so ein bisschen Einblick bekommt ins nationale, internationale Geschäft. Also im Prinzip in allen Themenbereichen war ich vorhanden und habe für mich selbst viel getan. Und es ist immer auch ganz gut, wenn man ein bisschen von der Seite auch drauf blicken kann auf das Ganze, wenn man im Geschäft selbst drin ist und alle Aufgaben immer beantworten muss und bewältigen muss, dann bleibt manchmal ein bisschen die Ruhe für mehr. Und diese Ruhe gewinnt man dann eben in solchen Phasen. Und es war für mich schön, eben alles zu verfolgen, wie interessant, wie spannend die Liga ist. Und natürlich, um weiter in Ihre Frage zu gehen, natürlich zu schauen, wer steht wo, wer platziert sich wo. Und da sind sicherlich eben auch Situationen vorgekommen, wo die eine oder andere Mannschaft, der eine oder andere Verein gedacht hat, naja, da muss ich nicht unbedingt sein. Ja? Dass ich da vorkomme, das ist nicht unbedingt mein Ziel. Und deshalb wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Viele Mannschaften kämpfen, sage ich mal, um eine bessere Platzierung. Und da werden wir nicht alleine sein. Und deshalb wird es wichtig sein, dass man auch den langen Atem hat, das, was ich eben schon gesagt habe. Es wird wichtig sein, dass man immer wieder nachsetzt. Es wird wichtig sein, dass man sich nie in Ruhe lässt. Und dass man sich immer wieder überprüft, ob man alles dafür getan hat. Das werden wir tun. Das ist nochmal, das ist das, was wir versprechen können. Und da werden wir auch nochmal, da werden wir sicherlich auch beobachtet werden, von allen, von Ihnen speziell sicherlich in unserer Arbeit. Aber ich glaube, es wird schwer werden, uns einen Vorwurf zu machen, dass wir irgendwas verpasst haben. Michael Richter, Kicker Nord. Wiedersehen macht Freude, auch im Namen meiner Kollegen der Redaktion. Herr Schaaf, es sind nur 19 Tage bis zum ersten Spiel gegen Darmstadt. Sie haben eben schon ein bisschen gesagt, kein Endspielcharakter, aber doch ein Spiel, auf das sich ziemlich viel hier kapriziert. Wie wird konkret der Marschplan sein? Wie schätzen Sie dieses Spiel überhaupt ein? Und wie werden die nächsten Tage sein, auch in Belek? Auch unter dem Aspekt, dass ja noch neue Spieler möglicherweise hinzukommen. Inwiefern können Sie schon inhaltlich arbeiten, wenn personell vielleicht noch nicht das Gesamtkonstrukt steht? Wie ist Ihr Marschplan eigentlich bis zum Rückrundenstart in wenigen Tagen? Viel Arbeit. Das steht erstmal ganz oben auf. Und wir werden natürlich alle Themen ansprechen. Es ist immer, natürlich ist immer so die Frage, naja, wie sieht der Kader aus? Wir haben jetzt erstmal einen Kader. Das müssen wir erstmal festhalten. Ja? Und deshalb werden wir uns um alle, die da sind, werden wir uns bemühen. Ja? Und mit denen werden wir arbeiten. Und dann werden wir sehen, ob es Veränderungen gibt. Und wenn Veränderungen da sind, dann werden wir uns mit denen beschäftigen. Es macht relativ wenig Sinn, jetzt auf irgendwelche Namen zu setzen, Spieler in den Raum zu werfen und sich damit zu beschäftigen, wo ich es gar nicht kann. Ich kann nicht mit denen arbeiten, die nicht da sind.
ja, sondern ich muss mit denen arbeiten, die da sind, und das wollen wir tun. Und da wollen wir uns einen Überblick verschaffen, da wollen wir genau hinschauen. Natürlich werden wir generell, und das haben wir ja auch schon, den Kader uns immer wieder anschauen und dann in einer weiteren Arbeit Gedanken machen, ob es dort noch Veränderungen gibt. Aber das Wichtigste, das Primäre wird sein, mit den Leuten, die jetzt da sind, intensiv zu arbeiten, dort Veränderungen herbeizuführen, dass wir das, was ich eben schon gesagt habe, erreichen können. Und wir werden jetzt hier in den Tagen schauen, dass wir erstmal zueinander finden, dass wir uns kennenlernen, dass wir dann im Trainingslager natürlich ein bisschen feiner reingehen in Abstimmungen und viele Dinge. Heute Morgen hat man es vielleicht schon, wer das Training gesehen hat, hat vielleicht schon gesehen, worauf wir achten, ja, auf einzelne Bewegungen, die dann eben zu einer Gesamtheit führen sollen, dass das harmonisch abläuft, dass es funktionell ist und dass wir auch eine Wirkung haben. Und ich habe der Mannschaft gesagt, lasst es erstmal zu, lasst es auf euch ein, ja, die Gedanken, die wir euch jetzt rüberbringen und das, was wir mit euch erreichen wollen. Und dann werden wir daran arbeiten. Ja? Und dann schauen wir, dass wir das eben abstimmen können, aufeinander abstimmen können, dass jeder eben auch wirklich seine Qualität abrufen kann. Das wird unser Ziel sein. Wir werden im Trainingslager vielleicht noch eine Veränderung haben. Wir haben zwei Spiele fest. Wir werden vielleicht noch mal darüber hinaus denken, noch ein zusätzliches Trainingsspiel vielleicht noch zu machen, um alle eben auch zu bewegen, um alle eben auch in Position zu bringen. Das wird aber auch davon abhängig sein, deshalb können wir da jetzt noch nichts sagen, wird abhängig davon sein, wie viele Spieler uns dann auch wirklich zur Verfügung stehen. Ja, und da gucken wir einfach, dass wir das voll ausreizen können. Und dann haben wir die erste Partie gegen Darmstadt. Ja, es ist eine Partie. Es ist eine sehr wichtige Partie. Und natürlich denkt die ganze Liga, naja, die Darmstädter, die gehören da vielleicht unten rein. Bisher tun sie das nicht. Ja, und bisher ärgern sie alle. Ja, für mich war das keine Überraschung. Ja, diese Mannschaft, die ruft alles ab, was sie können und bringt alles ein. Und das wird eine harte Nuss werden. Aber umso spannender für uns, ob wir diese Nuss knacken können. Ja, und wir werden eine Partie haben, die sicherlich eine wichtige Partie ist, ja, um einfach für uns auch 3 Punkte mitzunehmen, vielleicht gut zu starten. Das wäre gut für uns, wenn das aber eine holprige Partie wird. Ja, es kommen noch ein paar dahinter. Ja, und wir können nicht sagen, wenn wir jetzt gegen Darmstadt vielleicht erfolgreich sind, die anderen lassen wir mal außen vor. So läuft das nicht. Bitte schön. Timo Veit vom japanischen TV-Sender TBS. Ich habe eine Frage zu dem neuen japanischen Spieler Yamaguchi. Könnten Sie vielleicht ein paar Worte sagen, wie Sie ihn einschätzen, was Sie von ihm erwarten, welche Position er spielen wird? Und dann noch eine zweite Frage, wenn ich noch eine zweite Frage ransetzen darf. Und zwar ganz allgemein, Sie haben ja schon Erfahrung mit japanischen Spielern. Was ist der Grund oder was ist wichtig, dass Sie sich in der Bundesliga anpassen können oder durchsetzen können? Also ich war jetzt auch in der Zeit, wo ich nicht aktiv war als Trainer, Cheftrainer irgendwo, war ich auch noch ein paar Tage in Japan, das stimmt auch, ja, und habe mich da natürlich auch nochmal umgeschaut und habe dort natürlich auch nochmal diese Mentalität nochmal verstärkt wahrgenommen, dass die Eigenschaften japanischer Spieler gut zu uns passen, ja, und das stimmt auch für Hutura, ich muss erstmal klarkommen hier mit den Namen. Yamaguchi ist einfacher, ja, für uns, das stimmt. Ist ein sehr interessanter Spieler, ein sehr fleißiger Spieler, eben sehr laufstark, aber auch spielerisch stark. Er ist sehr diszipliniert, er ist technisch stark, er kann, glaube ich, aber auch ein Spiel gut lesen. Also er hat viele gute Eigenschaften, im Mittelfeld eben auch zu agieren. Und ich glaube, dass wir ihm auch die Zeit geben müssen, sich hier zurechtzufinden. Jeder braucht irgendwo so ein bisschen Anlauf. Ich glaube, das muss man ihm auch zugestehen. Aber ich glaube, er wird sich schnell hier einbringen können und wird seine Leistung abliefern können. Und ich glaube, dass er gut zu uns passt. Also ich glaube auch, dass wir mit den Erfahrungen, die wir mit unseren japanischen Spielern schon gehabt haben, dass sie gut sind und dass man das deshalb auch gut weiterhin verfolgen kann.
Silke Tobias, NDR 1 Niedersachsen, Herr Schaaf. Sie sind jahrelang im Norden als Spieler und als Trainer oder Jahrzehnte eigentlich tätig gewesen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf Ihre Entscheidung. Wie wichtig oder wie war das mitentscheidend, jetzt wieder die Chance zu haben, im Norden tätig zu sein bei einem Verein? Schadet nicht. Ja, also wenn Sie in dem Bereich arbeiten, wenn Sie als Fußballtrainer arbeiten, dann können Sie jetzt nicht die Landkarte nehmen und sagen, da setze ich jetzt irgendwo ein Häkchen oder einen Pfeil rein und da bleibe ich jetzt nur noch. Das können Sie, aber dann wird es nicht viele Möglichkeiten geben, für Sie zu arbeiten. Deshalb müssen Sie letztendlich darauf gefasst sein, eben auch örtliche Veränderungen vorzunehmen. Für mich war jetzt nicht unbedingt, ich sage nochmal, schadet nicht und ist sicherlich vielleicht auch ganz schön, dass man von dem Ort, in dem man sehr lange gelebt hat, nicht weit entfernt ist. Aber für mich ist die Entscheidung jetzt nicht gefallen, der Nähe zu Bremen beispielsweise, sondern einfach der Aufgabe. Ja, die Aufgabe, die ich hier habe, das, was Martin Baader mir rübergebracht hat, wofür ich hier zuständig sein soll, was ich umsetzen soll, welche Aufgabe ich hier annehmen soll. Das war das Entscheidende. Und ich glaube, dass ich mich einfach auch auf diese Aufgabe freue, ja, das hier auch umzusetzen. Und ich das sehr spannend finde, eben auch sich diese Aufgabe zu stellen und das umzusetzen. Weil ich eben auch weiß, dass das nicht eine einfache Nummer ist, ja, sondern da wird alles ausgereizt werden, also ganz sicher. Und deshalb bin ich, ja, ich freue mich riesig auf diese Arbeit. Und das ist die Entscheidung, sage ich mal, das, was hier eben von mir verlangt wird, hierher zu kommen. Dass nicht so weit weg ist für Bremen, schadet nicht. Nochmal. Stefan Hox, Radio 21. Herr Schaaf, jeder, der ein bisschen was von Ihnen weiß, der weiß auch, dass Sie ein Fulltime-Arbeiter sind. Einer hat die Tage ziemlich treffend gesagt, in Bremen hat er aufgeschlossen und abends wieder abgeschlossen. Wie viel Lust haben Sie auch, Fulltime-Hannoveraner zu werden? Wie bewerten Sie die Ist-Situation in der Tabelle mit doch etwas mageren 14 Punkten? Und nochmal anknüpfend an die Transfergeschichten. Es hat einer die Tage auch gesagt, wir können sein Netzwerk sicherlich auch nutzen. Haben Sie nicht vielleicht doch den einen oder anderen Namen im Notizbuch stehen, der vielleicht ein Thema werden könnte für 96? Fangen wir damit an. Nochmal, es ist jetzt erstmal wichtig, sage ich mal, den Kader, den wir jetzt haben, den wachzurütteln und so wachzurütteln, dass alle das Optimale abrufen. Ja, und natürlich ist, wenn man so einen Kader zur Verfügung hat, der sich jetzt hier so zeigt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man schaut, wo sind vielleicht Gedanken, wo hat man Informationen, dass ein Spieler vielleicht auf dem Markt ist oder wo könnte es vielleicht für uns eine Verstärkung geben. Wir müssen wirklich auch, wenn es um neue Spieler geht, müssen wir absolut davon überzeugt sein, dass sie eine Verstärkung sind, ne? Dass sie nicht nur einen Kader ergänzen, sondern dass sie einen bestimmten Punkt in unserem Kader einnehmen. Und natürlich ist es da so, dass sich alle Verantwortlichen, die sich hier um Sichtung und um den Kader kümmern, dass sie sich, die sich dann da mit einbringen. Ja, was habe ich gehört, was weiß ich von früher, wer ist vielleicht wo unglücklich, wer hätte vielleicht noch Lust, sich irgendwo zu verändern. Aber das ist ein Feld für sich. Ja, das können Sie das ganze Jahr spielen, ja, diese Nummer. Ja, das geht, wenn die Transferperiode geschlossen ist, am nächsten Tag geht es wieder los. Ja, dann denken immer alle so, jetzt ist erstmal vorbei. Nee, das läuft das ganze Jahr. Also diese immer wieder den Kader überprüfen und immer wieder schauen. Und dann geht es eben auch nicht nur um den Kader, sage ich mal, wo Sie vielleicht Spieler haben, die keinen Vertrag haben, sondern es geht auch immer um unseren Kader auch. Jeder, der auch bei uns hier spielt, wird überprüft und wird kontrolliert, ob es eben auch so weitergehen soll. Sonst muss man Veränderungen herbeirufen. Nochmal, wir gucken unseren Kader an, ja, und schauen darüber hinaus, ob es Sinn macht, eine Chance auch zu haben, ob es Sinn macht, Veränderungen noch herbeizurufen. Wir haben bis zum 31. Januar Zeit, uns dort Gedanken zu machen. Das eine oder andere ist ja schon passiert und wird ja heute bzw. morgen ja auch schon vorgestellt. Also insofern hat man ja schon was getan und wir gucken uns den Markt weiterhin an. Also keine Sorge. Was war die erste Frage? Wie viel Lust Sie haben, Fulltime-Hannoveraner
Ja, also natürlich, wer mich kennt und mich erlebt hat, der weiß, wenn ich eine Aufgabe angehe, dann gehe ich die zu 100% an. Und dann versuche ich alles hier, das, was ich eben auch schon gesagt habe, alles auszureizen und alles zu erbringen, damit man, wir müssen auch vorne weggehen, ja, damit jeder auch sieht, wir wollen was erreichen, wir wollen was drehen. Ja, und diese, Sie haben gesagt, diese Punktzahl, die ist nicht ausreichend. Ja, das müssen wir alle begreifen. Das, was wir bisher eben erreicht haben, das reicht nicht aus. Deshalb müssen wir auch was ändern, müssen noch eine Schippe drauflegen und gucken, dass wir eben uns alle gegenseitig fordern. Und das ist auch spannend, das ist auch sehr interessant, ja, wie man noch mehr aus sich herausholen kann. Tobias Manske, Bild-Zeitung. Herr Schaaf, Sie haben die, erstmal herzlich willkommen auch noch von mir natürlich, Sie haben die wenigen Tore angesprochen, jetzt ist mit Adam Çolay neuer Stürmer dazugekommen. Wie würden Sie ihn charakterisieren und was erwarten Sie von ihm in der Rückrunde? Ja, wir müssen ihnen jetzt schnellstmöglich eben auch die Chance geben, sich einzubringen mit seinen Fähigkeiten. Ja, ich glaube, er ist ein laufstarker Spieler, er ist einer, der auch vom Tor auftauchen kann, der auch zum Abschluss kommen kann. Das sind alles Elemente, der auch Tore machen kann, alles Elemente, die wir brauchen. Ja, deshalb haben wir uns für ihn entschieden. Ich glaube, für ihn ist es auch wichtig, dass er jetzt zum Zuge kommt, dass er sich einbringen kann. Ich denke, dass er auch mit seiner Nationalmannschaft eine EM spielen möchte. Ja, und er hat einen großen Anreiz, er will sich beweisen. Das wird eine tolle Herausforderung für ihn. Ja. Und ich glaube, dass wir ihn aber auch so bedienen können und insgesamt auch die Kollegen, die im offensiven Bereich agieren, dass wir sie so bedienen können, dass sie dann eben auch die Buden machen können und dass wir da zum Erfolg kommen. Und es gehört dazu, dass wir, ja, wir müssen immer einen mehr schießen als der Gegner. Das muss unser Ziel sein. Und je mehr wir schießen, umso sicherer ist das Ganze. Radio Hannover, herzlich willkommen auch von mir. Herr Schaaf, mit Leon Andreasen und Christian Schulz sind zwei Spieler hier, die Sie schon gut kennen, die, glaube ich, beide ihr Bundesliga-Debüt auch unter Ihnen gemacht haben. Wie sehr hilft Ihnen sowas als Anknüpfungspunkt und sind das vielleicht auch Ihre ersten Ansprechpartner gewesen oder spielt das keine Rolle? Naja, die haben ja vorher schon eine zentrale Position hier eingenommen. Ne? Sind die Führungsspieler, die Kapitän, Spielerrat und. Also die haben schon hier eine verantwortungsvolle Position. Das ist gut, wenn man so zwei Führungsspieler hat und ich die natürlich auch ein bisschen einschätzen kann, sie schon ein bisschen länger kenne und die sind natürlich genauso gefordert, jetzt weiterhin vorne anzugehen und die anderen mitzureisen und vielleicht können sie in dem einen oder anderen Moment nochmal vermitteln, wenn es um das Verständnis geht, weil sie natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit mir gemacht haben, ja, welche Einschätzung ich habe, was für mich wichtig ist und wie ich vielleicht das eine oder andere sehe. Da sind sie schon Spieler, die natürlich auch gewisse Informationen weitergeben können und die dann zu beitragen können, vielleicht das eine oder andere schneller umzusetzen. Aber in erster Linie sind sie auch erstmal für sich gefordert, ja, das Optimale rauszuholen und sich voll einzubringen. Und beide sind vom Charakter her so, dass sie das auch wollen und die sich nicht einfach so abspeisen lassen, sondern die sich gegen Widerstände wehren und das brauchen wir. Dirk, und dann einmal ganz hinten. Herr Bader, jetzt sind Sie aber auch dran. Ist ganz gut. Kurz eingeschlafen? Man merkt ja relativ schnell, wenn man hier zuguckt, was läuft. Alle Augen sind auf Thomas Schaaf gerichtet. Ist das möglicherweise genau das, was Verein und Mannschaft im Moment auch brauchen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und einen erfahrenen Mann wie Thomas Schaaf, der auch Druck von der Mannschaft fernhält? Ja, es war in den letzten Wochen schon so, dass viel um die Mannschaft und um den Trainer und auch Michael Fronzek drumherum diskutiert wurde. Und insofern ist mir das ganz recht, dass hoffentlich jetzt die Telefonate deutlich weniger werden und dass sich das alles jetzt auf das Sportliche und auf das Kerngeschäft, nämlich die erste Mannschaft und letztendlich den Cheftrainer mit seinem Trainerteam konzentriert. Ich freue mich, wenn ja, ich weniger gefragt werde und dass ich eigentlich das machen kann, wofür ich eigentlich auch
geholt wurde, den Rücken freizuhalten, dem Cheftrainer und letztendlich auch die Dinge im Hintergrund voranzutreiben, die für Hannover 96 wichtig sind. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir die Rahmenbedingungen optimal gestalten, dass Thomas mit seinem Trainerteam, mit seiner Mannschaft erfolgreich arbeiten kann. Das ist meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Christian Möckl und den auf der Geschäftsstelle tätigen Mitarbeitern, die alle mitfiebern, die alle natürlich die Daumen drücken, dass das aufgeht, was wir uns vorgenommen haben, aber die allen natürlich auch frohen Mutes sind. Aber ich scheue mich überhaupt nicht, das Mikrofon gerne wieder an Thomas Schaaf abzugeben. Das ist mir nur so recht so. Gute Überleitung. Bitte. Ja, passt. Sven Kaul war es in der Fernsehen. Moin. Ich habe vorhin im Ohr gehabt, den Kader wachrütteln. Ich weiß aus vergangenen Zeiten, dass Thomas Schaaf immer als jemand gilt, der Problemfälle ganz gut in den Griff bekommt. Jetzt gibt es hier so einen Mevlüt Erdinç. Hat der eigentlich noch eine Perspektive? Muss der vom Hof? Oder ist es einer, wo man sagt, Mensch, als Thomas Schaaf, den greife ich mir nochmal und vielleicht hat er ja die Perspektive? Also erstmal bin ich nicht so ein Freund davon, so quasi zu sagen, so Reset, ne? Und jetzt Neustart oder sowas. Ich denke, das gilt generell nicht. Ich glaube, dass man schon eben auch sich verändern kann, wenn man genau weiß, was bisher gelaufen ist. Ja, und was man dann vielleicht angehen kann, um besser zu werden. Man muss einfach festhalten, dass das, was wir bisher gemacht haben hier, ich glaube, dass Michael hier eine gute Arbeit, dass er sich voll eingebracht hat. Es hat nichts damit zu tun, aber es gibt manchmal Situationen, dass einfach Veränderungen da sein müssen, um eben auch das Letzte rauszuholen, um nochmal, ja, sag ich mal, vielleicht einen Weg zu finden, der eben besser funktioniert. Ich glaube, das gilt für alle. Es gilt für jeden Spieler, sag ich mal, sich zu überprüfen und zu sagen, was hast du abgeliefert? Ja? Reicht das wirklich aus? Dann ist festzuhalten, dass es so in der Art und Weise, wie es stattgefunden hat, eben nicht ausreicht. Ja? Und dass jeder mehr einbringen kann. Und das gilt für Mevlüt genauso. Er gehört erstmal zum Kader dazu. Und er muss erstmal schauen, dass er eben mehr abliefert als das, was er bisher hier gezeigt hat. Ja? Damit ist keiner zufrieden. Ich glaube, er aber auch nicht. Ja? Ich glaube, dass er auch mit anderen Erwartungen hergekommen ist und er seine Leistung so nicht nachweisen konnte. Er wird die Zeit haben. Ja, sich auch zu zeigen und sich eben in einer besseren, einer stärkeren Form zu zeigen. Und dann wird man sehen, ob das reicht. Ja, aber nochmals gesagt, ich habe jetzt erstmal den Kader, ich muss den Kader genau kennenlernen, ja, direkt. Und es ist richtig, ich scheue auch nicht vor Problemfällen. Das, ne, aber ich muss sie jetzt auch nicht unbedingt suchen. Ne? Also das ist die andere Seite. Ja? Also ich glaube, dass man schon schauen muss, dass man jetzt nicht zu viele Experimente auch macht, ja, sondern dass wir möglichst schnell zu einer stärkeren Leistung finden. Und das ist wichtig, eben vielleicht den einen oder anderen noch mehr mitzunehmen und noch mehr zu kitzeln und vielleicht dann eben auch bestimmt zu einer besseren Leistung dann eben auch zu führen. Was dann mit Mevlüt ist, das werden wir sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein, schauen uns den Kader an und dann gucken wir, was dabei rumkommt. Marco Heuer, NDR Fernsehen. Herr Schaaf, jeder Trainer, neue Trainer bringt ja auch eigene Spielregeln mit, die ihm wichtig sind. Können Sie nochmal sagen, so im Umgang mit den Spielern, was erwarten Sie so auf dem Platz, vielleicht auch außerhalb des Platz, was ist Ihnen in der Ansprache wichtig? Worauf können sich die Leute einstellen? Also Verhaltensregeln, die für uns alle gelten, ja, die gelten auch hier, ja, wie man miteinander umgehen sollte. Ja. Ich glaube, das wissen wir alle oder sollten wir alle wissen. Ja. Und danach werden wir auch hier leben. Das, was wichtig ist hier für uns, sage ich mal generell, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Jede Mannschaft, die auf den Platz gegangen ist, die ich betreut habe, stand immer auch dafür, dass sie alles abgerufen hat. Das ist eine Sache, die wir uns nicht zum Vorwurf machen lassen dürfen. Ja, dass wir hier ein Spiel haben, wo unsere Fans nach Hause gehen und sagen, ach, da wäre aber noch ein bisschen mehr drin gewesen und da haben sie nicht alles gegeben. Nee, das gibt's nicht. Wir müssen alles abliefern, wir müssen alles rauskitzeln. Das heißt nicht, dass wir super spielen. Ja, also super spielen in der Form, Traumkombination und was weiß ich nicht alles. Das heißt einfach nur, dass wir alles abrufen müssen, was in dem Moment in uns drinsteckt.
das kann nochmal, es kann ein bisschen holprig sein, dass vielleicht auch mal der eine oder andere Fehlpass zu viel da ist, aber wir müssen bereit sein, alle bereit sein, dann den Ball wiederzuholen. Ja, und es besser zu machen in der nächsten Situation, dass wir darum arbeiten. Ich will sehen, dass einfach jeder sich darum bemüht, die Situation zu verbessern, unsere Situation zu verbessern. Ja, und das muss man erleben. Und ich glaube, das kann auch der Fan sehen. Das sieht er oben auf der Tribüne, ob da eine Mannschaft ist, die alles abruft und die sich identifiziert mit dieser Situation und mit dieser Aufgabe und mit dem, was sie zu tun hat auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes und auf dem Trainingsplatz. Wenn wir trainieren, trainieren wir so, dass wir etwas erreichen wollen. Das geht meistens mit viel Spaß, mit Freude viel, viel besser als gedrückt. Deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass wir eine positive Stimmung haben. Und das kann ich heute nur sagen. Ich kann nur noch mal vielen Dank sagen an alle, die heute im Stadion waren, die hier beim Training dabei waren, die uns schon dieses Gefühl gegeben haben, geht raus auf den Platz, macht was, tut was. Ja, und man hat es gesehen, die Mannschaft war aktiv. Ja, darum geht es, aktiv zu sein, sich nicht in Ruhe zu lassen, immer wieder nachzulegen, ja, um dann den Erfolg einzufahren. Und das kann unheimlich viel Spaß und Freude machen, sich da immer wieder zu messen und dem nachzueifern. Dirk, einmal hier vorne und dann bitte einmal ganz hinten. Ich habe mich eben nicht vorgestellt, Entschuldigung. Christian Otto, freier Journalist. Herr Schaaf, ich habe noch mal eine Frage. Können Sie noch mal eins auflösen? Warum ist Hannover 96 im Moment eigentlich der richtige Verein für Sie, aber nur für den Fall der ersten Liga? Ist das nicht eigentlich ein Ja-Aber? Nee. Das ist einfach die Situation, dass man, wenn man in diesem Halbjahr, sag ich mal, nicht das Ziel, was wir haben. Wir haben ein Ziel. Wir wollen unbedingt in der Klasse bleiben. Wir wollen unsere Situation hier tabellarisch und fußballerisch auch verbessern. Wenn man das nicht erreicht hat, ich glaube, dann sollte man auch schauen, dass dann eine neue Situation entsteht, dass dann jemand Neues kommt. Überhaupt gar kein Problem. Das ist aber nicht unser Gedanke. Ja? Sondern unser Gedanke ist es, langfristig miteinander zu arbeiten. Ja? Aber auch die Chance, beiden Parteien zu geben, dass das, wo man sich ausgetauscht hat, dass man das eben auch erreichen kann und dass man diesen Weg gemeinsam gehen kann und dass man eben sich auch noch intensiver kennenlernt. Wir haben über viele Themen gesprochen, Martin Bader und ich. Wir haben nicht nur, wenn man so einen Vertrag schließt, dann geht es natürlich erstmal, und das wäre ja verrückt, wenn nicht, geht es um die Aktualität. Ja? Aber daneben gibt es auch noch ein Paket, um dass man sich kümmern soll. Und ich glaube, der Verein setzt viel Geld ein, um ein Nachwuchsleistungszentrum hier zu erstellen. Man hat die U23, man hat die Nachwuchsmannschaften insgesamt, wo gut gearbeitet wird, das soll forciert werden, das soll noch ausgebaut werden. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die hier bei Hannover 96 der Unterstützung bedürfen, weiter vorangetrieben zu werden. Und dem stelle ich mich auch gerne. Ja, und da geht es darum, um das gesamte sportliche Umfeld noch besser aufzustellen, noch mehr, noch intensivere Arbeit zu leisten. Und da bin ich gerne dabei. Steffen Fischer, RTL Nord. Eine Frage, und zwar einmal den Blick zurück nach Bremen. Wie sehen Sie die Arbeit vom hier hinten, da, Entschuldigung, vom Tabellennachbarn, wie sehen Sie die Arbeit von Ihrem ehemaligen Spieler Skripnik und vielleicht auch schon der Gedanke an den 25. Spieltag, wenn es dann nach Bremen geht? Das sind alles Gedanken, die Sie haben, aber nicht ich. Deshalb kann ich nichts dazu sagen. So, einmal noch in der Mitte. Herr Schaaf, Sie erwähnten eben kurz Ihren Vorgänger Michael Fronzek. Es gab ein Telefonat zwischen Ihnen und ihm. Wie wichtig war Ihnen das, sich mit ihm auch nochmal über die Mannschaft und ich weiß nicht, über was sonst noch auszutauschen? Ja, ich glaube, mit Michael habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt und wir haben uns über die ganzen Jahre als Spieler oder eben auch als Trainer immer wieder getroffen, immer wieder ausgetauscht und deshalb haben wir auch miteinander telefoniert. Er hat wirklich positiv, sehr positiv hier von Hannover gesprochen und
ich glaube, dass Michael auch so wie er die Situation hier angegangen ist, dass er das auch wirklich gut gemacht hat und dass es für ihn eine schwierige Situation war und er hat einfach nur gesagt, dass er uns viel Erfolg wünscht, viel Glück wünscht auf unseren Tagen jetzt, die auf uns anstehen und unsere Arbeit, die wir erfüllen sollen, müssen, dürfen und können. Und wir haben nicht so sehr im Detail gesprochen. Ich glaube, es hat er auch nicht erwartet, dass ich ihn da jetzt ausfrage. Und auf der anderen Seite ist er aber auch nicht so ins Detail gegangen. Das ist aber auch absolut nicht nötig. Und es war ein gutes Gespräch, so wie wir uns sonst auch immer getroffen haben und unterhalten haben. Darf ich nochmal um Handzeichen bitten, wer jetzt noch eine Frage hat? Hier vorne noch eine. Sonst noch jemand? Dann machen wir die Frage als letzte. Ja, meine Frage war, Werder Bremen bringt man natürlich in Verbindung mit der Raute. In Frankfurt sah es dann ein bisschen anders. Haben Sie ein Lieblingssystem oder schon eine Vorstellung, in welchem System Sie bei 96 spielen lassen möchten? Oh, ich habe viele Lieblingssysteme. Ich versuche immer das zu nehmen, wo es am besten funktioniert. Und es geht weniger um ein festes System. Es geht darum, dass man schaut, dass man aus jedem Spieler das Maximale rausholen kann. Ja, dass er das Maximale zeigen kann. Dass er auch glücklich ist bei dem, wie er sich entfalten kann. Ja, wie er seine Aufgaben, die ihm gestellt werden, wie er die am besten erfüllen kann, mit der Art und Weise, wie er sich gerne in ein Spiel einbringen möchte. Ja, und da gucken wir einfach, welches System da für uns das Beste ist, wo wir jeden erstmal zur Wirkung bringen können, für uns zum Erfolg bringen können und er sich dann auch austoben kann und wirklich verwirklichen kann. Die Raute ist ein System. Ich habe es jahrelang gespielt mit meiner Mannschaft, war sehr interessant, sehr spannend, aber das ist jetzt nicht im Beton gemeißelt. Also wir gucken, was die Mannschaft, wo ich das Gefühl habe, was die Mannschaft am besten umsetzen kann und das werden wir versuchen, am besten zu zeigen. Gut, ein Blick auf die Uhr verrät. 45 Minuten sind schon um. Eine kurzweilige PK geht zu Ende. Herzlichen Dank an Thomas Schaaf, herzlichen Dank an Martin Bader. Kurz zum weiteren Ablauf. Heute Nachmittag ist nochmal Training draußen auf der MKA. Morgen nicht? Im Stadion. Doch im Stadion. Aber morgen ist auf jeden Fall am Nachmittag Training hoffentlich dann auf der MKA. Aller Voraussicht nach. Gucken wir uns mal die Wetterungsverhältnisse an. Die Pressekonferenz mit Yamaguchi, die wir für 14:30 angesetzt haben, ziehen wir ein bisschen vor. Das heißt, haltet euch bitte bereit. Wir kommen gleich wieder. Euch bis dahin eine schöne Mittagspause. Bis gleich. Und ansonsten, wer geht? Einen schönen Tag. Tschüss.